Hallo, meine kleinen Seelen. Ja, ich melde mich mal wieder bei euch zu Worte. Ich habe diesmal, war es ja nicht so lange her, ich habe mich letzte Woche schon bei euch gemeldet. Und zwar mit den großen Ankündigungen, dass ich diese Woche, also gestern und heute, also Donnerstag und Mittwoch, mit euch No Man's Sky spielen werde. Und irgendwie wird jetzt daraus nichts, denn das Spiel ist noch nicht freigeschaltet. Was ich irgendwie nicht wusste, war, dass sie die PC-Version auf Freitag verlegt haben. Ich habe immer nur die ganze Zeit die PlayStation Daten im Kopf gehabt und die PC-Version habe ich komplett übersehen. Da habe ich ja natürlich dann zwischendrin auch gedacht, da kriege ich kein Problem, Freitag kommt es raus. Steam ist da meistens nicht so, Zeitumstellung und so weiter und Zeitzonen, die werden das dann schon irgendwann Donnerstagnacht freischalten. Ja, nein, Freitag 18 Uhr wird es etwa freigeschaltet, das heißt, das wird nichts, weil ich bin dieses Wochenende bei meinen Eltern, meine Cousine aus England ist zu Besuch und da wird dann nichts damit. Allerdings habe ich jetzt den Stream, ich meine, vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon gesehen, ist jetzt für Montag 20 Uhr angesetzt. Da bin ich auf alle Fälle schon wieder zu Hause und da werde ich dann mit euch das erste Mal richtig No Man's Sky spielen und bin da auch schon gespannt. Ihr dürft mir natürlich dann Vorschläge für Namen von Planeten, Tieren und so weiter machen. Bis auf den ersten, da habe ich mir schon einen Namen ausgedacht. Aber egal. Für alle Tiere und so weiter könnt ihr dann auch Namen geben. Und für den zweiten Planeten und. Da bin ich auf alle Fälle, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. 20 Uhr am Montag, wie gesagt. Und ja, dann eine zweite Ankündigung. Weil es jetzt mit den Spielen nichts geworden ist, also mit dem Stream, habe ich mich dazu entschieden, ein neues, altes Format wieder rauszukramen, nämlich angespielt. Ich habe es früher zwar mal Let's Angespielt genannt, da habe ich dann auch ein bisschen Watschen gekriegt, wie man das dann nur so nennen kann. Jetzt heißt es nur noch angespielt. Und zwar wird das die Rubrik Indie-Truhe ersetzen. Indie-Truhe fand ich zwar an sich toll, allerdings war ich dann doch immer zu stark auf Indie-Spiele fixiert und irgendwann gehen die Indie-Spiele aus. Jetzt bei Angespielt kann ich alles spielen und zwar ist die Regel so, ich spiele so 1 bis 3 Folgen an und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ja bitte mehr davon und zwar am besten als Stream oder als Let's Play oder wie auch immer und dann werde ich euch mehr dafür liefern. Aber am Anfang wie gesagt nur 3, um zu gucken wie es ist. Immer ein bisschen mehr, damit manche Spiele entwickeln sich ja auch, da kann man nicht die ersten 20 Minuten oder so zeigen. Deshalb 3 Folgen, damit man weiß, wohin es sich entwickelt. Und der Anfang macht jetzt ein Wii-Klassiker, der jetzt vor ein paar Tagen für den PC rausgekommen ist, nämlich Little King's Story. Und da bin ich schon gespannt, wie er euch gefallen wird. Little King's Story konnte ich damals leider auf der Wii nicht spielen, weil ich habe es zwar original gehabt, ich hatte auch eine Wii, aber ich habe die Wii an einem PC-Monitor angeschlossen gehabt und da kam es mit der Auflösung und der Wiederholrate nicht ganz klar. Und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt das nachholen kann auf dem PC. Ist eine HD Port und mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Hoffentlich wird es euch auch Spaß machen. Und das zweite angespielt, was ich haben werde, geht um Skyrim und zwar um eine Mod. Ja, okay, ich weiß schon. Die Leute, die jetzt damals mitgekriegt haben, als ich Skyrim Let's Played habe, haben mitgekriegt, dass ich ja nicht so der Fan bin von Mods, weil ich ja gerne so spiele, wie es der Entwickler vorgesehen hat. Das gilt allerdings nicht, wenn ich komplett Conversions habe, also wo das komplette Spiel umgewandelt, also wo nicht mehr die Originalspielmechanik gar nichts mehr original drin ist. Und ich werde da eine Total Conversion spielen. Und welche, werde ich nicht verraten, nur so viel. Sie kommt aus Deutschland. Vielleicht weiß jetzt schon der eine oder andere, welche es sein wird. Ich bin da auf alle Fälle gespannt und da gilt natürlich auch das Gleiche. 3 Folgen und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. So, das war's jetzt auch einmal fürs Erste. Ich werde jetzt ein bisschen Little King Story schneiden, denn die Folgen sind schon aufgenommen. Bis dahin, meine kleinen Seelen, sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und spielen uns wieder. Macht's gut, ciao, ciao.